Ja. Ich habe Eldis privaten Vorrat an Rum erbeutet. Mirkel wird sich sicher freuen. Ja, da ist das Lager. Da wäre eine Waffenkammer, in die wir aber nicht reinkommen. Da kommen wir nicht durch. Da oben war auch kein Durchkommen. Das heißt, wir schleichen uns jetzt mal nach Süden. Weil er hat ja gesagt, wir müssten in den Süden eigentlich. Brigby just passed here, Cap. Hope you got your headset straight about this. Der Knast muss hier ganz in der Nähe sein, Captain. Ich hoffe, du bist dir deiner Sache ganz sicher. Was steht hier? Auf diesem Schild steht Knast. Okay. Ja, und selbst hier unten sind Schießpulver, Fässer und Kanonen. Happily. Das wäre auch kaum zu übersehen gewesen. Umhang der königlichen Todesfeuergesellschaft. Interessant, warum auch immer der hier ist. I'll try my best. So, der ihre There you go. Indeed. Sachen zu klauen. Ja, außergewöhnliche Lederrüstung ist besser als eine gute. Vor allem, vielleicht haben sie was Nützliches. Hier irgendwo versteckt. Eine weiße Steinwand ragt wie eine Flutwelle über den Ozean in den Himmel. Auf einem Weg zwischen den Zimmern von Fort Todessied und der felsigen Bucht, auf der die Festung steht, siehst du ein geöffnetes Bogenfenster. Die Festungsmauer untersuchen. Ein Schwall Meereswasser spritzt ins Gesicht. Starke Winde peitschen gegen die Festung und heulen durch die emporragenden Zinn. Ein Seil hinablassen. Du bindest ein Seil an den Fenstersims und lässt es dann hinab zum Strand. Ja, du. Ich habe Seil und Enterhaken verloren. Und ich kann hier zum Strand runterklettern. Eine weiße Steinwand. Du rutschst das Seil zum felsigen Strand hinunter. Ein oder zwei Meter über dem Boden ist das Seil zu Ende und du lässt dich fallen. Bei der Landung gehst du in die Knie. Muscheln knacken. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich hier bin. Ja, ich bin unterhalb der Festung auf jeden Fall. Ach, ich verstehe. Das hier wäre mein Eingang gewesen, wenn ich mich reingeschlichen hätte. Ja. Fenster klettern, hoch und tschüss. Da haben wir einen Enterhaken verschwendet. Aber ist egal, Enterhaken sind nicht so teuer. Okay, das heißt, wir haben hier alles geplündert. Können jetzt in Richtung Knast gehen. Da waren nur Reparaturvorräte drin, die wir nicht mitnehmen können. Komm, laufen wir mal ein Stück. So. Ha. Wow. Gut, das war knapp.
Das ist kacke. Just a moment, please. I suppose it can't be helped. Hope that helps. What can I do? At once. Happily. So, Stiefel der Heimlichkeit. Plus 2 Heimlichkeit, hä? Hagrim? Du trägst nämlich eh noch keine Stiefel. Wo sind sie jetzt? Ach, da. Okay, da ist der Kerkermeister und das ist ein Bukanier, der irgendwo hinglotzt. Indeed. Wow, 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 wow. What do you need? Hey, I got it. I'm here. Oh, no. Na, dem seine Mannschaft hockt da ganz nackt rum. Hallo Matrose. You ain't one of Benny's. What are you doing here? Du gehörst nicht zur Bennys Mannschaft. Was machst du hier? Lamont hat mich geschickt. Ich soll dich hier rausholen. Ich bin auf der Suche nach Ben. Was tust du denn hier? Er dort auf seine Umgebung die schmutzige Zelle, deren Boden mit Stroh und Scheiße bedeckt ist. You see? Brutal Ben's locked me and my mates down here to torment our noble Captain Lamont. Du musst wissen, what you might call a disagreement. Du musst wissen, Brutalo, Ben hat mich und meine Kameraden hier eingesperrt, um unseren noblen Captain zu foltern. Lamont. Sie hatten einen, nun ja, nennen wir es Meinungsverschiedenheit. The Captain's a good man to have at your back. Especially for anyone who's fallen into Benwith's sights. Er ist immer gut... Es ist immer gut, den Captain auf seiner Seite zu haben. Das geht vor allem für jemanden, der Benwiths Aufmerksamkeit geweckt hat. Seeing as you've let us out of the brig, I'd say we owe you. So you ought to speak with our captain in the forge. It's up the stairs on the western end. Ich würde sagen, wir schulden dir was, nachdem du uns befreit hast. Du solltest also mit unserem Captain in der Schmiede sprechen. Das ist die Treppe am westlichen Ende hoch. Be quiet and follow me, mates. What can I do? Absolutely. So, da die Wache gerade nicht dasteht. Uff. Das war knapp. Sollten wir jetzt wieder in die Schmiede kommen? Weil durch die Tür kommen wir leider nicht durch. Was steht hier? At once. Von einem Loch in der Steinmauer ist ein Kettenmechanismus mit dem Schloss des Tores verbunden. Schießpulver. Hm. Ja, das wäre dann der Zug da. Unter uns ist ein Schiff. Wird wahrscheinlich Benwiths Schiff sein. Da
ja meistens das Schiff des Festungsanführers in der sicheren Bucht liegt, während alle anderen am Anleger liegen müssen. So, Lamont. Be that you? Still alive and kicking, I see. Bist du das? Immer noch gesund und munter, wie ich sehe. You've done right by me, freeing my crew. So I'll divvy up what I promised. Du hast meine Besatzung befreit und mir damit sehr geholfen. Also hatte ich mich auch in meinen Teil der Abmachung. War zu erwarten. Door's open, but there's something you ought to consider before you go. Die Tür ist offen, aber du sollst was wissen, bevor du gehst. You could traipse right up there into Aldi's quarters to gut Ben with, but he'll be heavily guarded. Sicher, du kannst da oben reinmarschieren und PWF einfach raufstützen, aber seine Quartier sind schwer bewacht. Meanwhile, me and my crew will be stealing Ben's ship, the Drake. And in doing it, we're gonna bait him into storming outside, all alone. In der Zwischenzeit werden ich und meine Besatzung Ben's Schiff stehen, die Drake. Damit locken wir ihn nach draußen, ganz alleine. Das Schiff eines Piraten stehen, du wirst ihn wirklich da treffen, wo es am meisten wehtut. Es wäre viel einfacher, ihn zu töten, wenn ich ihn allein antreffen könnte. Wie? Lass uns das ein anderes Mal diskutieren. Nehmen wir mal die 1. No better way for it. Es gibt keinen besseren Weg. Er lacht und verschluckt sich dabei in einer Rußwolke. Benny docks the Drake in a hidden berth beneath the fort. Benny hat die Drake an einem versteckten Anlegeplatz unter dem Fort geankert. Kill the guards there for us. Aye, that's why I want your help. Töte die Wachen dort für uns. Ei, deshalb brauche ich deine Hilfe. After you cleared the docks, take the western tower to the fort's ramparts and sound the boating bell. 3 rings. Me and my mates will sail out with the Drake. Nachdem du die Docks freigeräumt hast, geh durch den westlichen Turm auf den Festungsplatz und läute die Schiffsglocke. 3 Mal. Ich und meine Kameraden werden dann mit der Drake lossegeln. 3 bell tolls alerts the fort to a ship leaving the private docks. With Aldi's gone to sea, that leaves just Ben's Drake docked. Wenn die Schiffsglocke 3 Mal läutet, signalisiert das dem Fort, dass ein Schiff die privaten Ankerplätze verlässt. Da Aldi's auf See unterwegs ist, kann es sich dabei nur noch um Ben's Drake handeln. Ben's sure to storm the ramparts in a rage. Right in time to watch his pride be stolen. Ben wird in seiner Wut garantiert versuchen, den Festungswall zu stürmen. Das ist genau der richtige Moment, um zuzusehen, wie sein Stolz einen Dämpfer erhält. Ich bin dabei. I knew I could count on you. Ich wusste es auch, dass man sich auf dich verlassen kann. I can't wait until Ben gets his. Ich kann kaum erwarten, bis Ben endlich jetzt ausgewischt wird. Du sagst, dass die privaten Docks unter dem vorliegen? By under the dungeons, there's a cave with a wharf. The quickest route's just ahead, beyond that door. Ei, unter den Kerkern gibt es eine Höhle mit einem Anlegeplatz. Am schnellsten kommst du dorthin, wenn du einfach nur geradeaus durch diese Tür gehst. Entrance to the docks is nearest the kitchens. Der Eingang zu den Docks ist neben der Some Küche. Some of Benny's crew are sure to be guarding the Drake, so you'll need to gut them if I'm to steal his ship. Einige von Bennys Leuten werden die Drake sicherlich bewachen, also wirst du sie aufschlitzen müssen, wenn ich sein Schiff stehen soll. Was für ein Signal sollte ich geben? 3 loud rings from the boating bell. That alerts the fort to a ship leaving the private docks. 3 Mal läuten, das ist das Signal, dass ein Schiff die privaten Ankerplätze verlässt. When Aldi's gone to sea, that just leaves Ben's Drake at berth. If he hears it leaving, he'll race to the western ramparts in a panic to see what's going on. Da Aldi's auf See unterwegs ist, kann es sich dabei doch nur um Ben's Drake handeln. Wenn er das Läuten hört, wird er panisch auf die westliche Mauer stürmen, um zu sehen, was los ist. There's stairs that lead up from the docks to the ramparts. Take them fast after the docks are cleared, if you're to sound the signal in time. Es gibt Treppen, die von den Docks auf den Festungsfall hinaufführen. Nachdem du die Docks freigeräumt hast, solltest du so schnell nach oben laufen, wenn du das Signal geben willst. Okay. Happily. Da kann ich nicht rein, die Tür ist nämlich von der anderen Seite verriegelt. Well, if you insist. Hier komme ich aber gut dran. There you go. Noch mehr Dietrich und Böller. Und jetzt bin ich direkt hier.
Also auf der anderen Seite.